Rakosch im Juli 2014. Als sie in der Stadt drehen, verschläft die kleine Jude gerade ihren vielleicht wichtigsten Tag. Mutter Lida hat die ganze Verwandtschaft zusammengetrommelt zu Judes Taufe. Eine katholische Taufe im irakischen Karakosch. Wir sind so glücklich heute bei diesem besonderen Ereignis. Es ist so schön. Darauf habe ich sehr lange gewartet. Für die Familien der Täuflinge ein seltener Moment des Glücks, mitten im Krieg. Vor der Kirche schieben kurdische Soldaten Wache, die sogenannten Peschmerga, auf Bitten des Priesters. Entsicherte Gewehre zum Schutz der Christen. Was wir da noch nicht wissen, 10 Tage nach unserem Dreh werden Islamisten alle Christen aus Karakosch verjagen. Ende Juli 2014 eskortiert uns die kurdische Peschmerga-Armee durch das Kleinstädtchen im Nordirak. Die meisten Einwohner sind Christen. Die Islamisten begehen in Mosul Verbrechen. Sie haben Blut an ihren Händen. Sie erkennen uns Christen und auch viele Muslime nicht an. Sie rauben, morden und zünden Häuser an. Wir fahren dorthin, wo gerade christliche Flüchtlinge aus Mosul angekommen sind. In einem Rohbau, den der Besitzer zur Verfügung gestellt hat. Drinnen treffen wir Shudi und Subhe, 2 koptische Christen. Beide stehen unter Schock. Vor 2 Tagen wurden sie aus Mosul vertrieben. Stell dir vor, eine Terrormiliz will ich aus deiner Stadt verjagen. Würdest du bleiben, wenn sie dir mit dem Tod drohen? Nein. Was blieb mir übrig? Das ist wie Mord. Die Islamisten ließen während des Freitagsgebets ausrufen: Wir Christen müssten entweder zum Islam konvertieren, eine Zwangssteuer zahlen oder Mosul verlassen. Natürlich sind wir geflohen. Jetzt hausen sie zusammen mit 3 Familien in dem Rohbau ohne Strom und Wasser. Gleich nebenan Familie Edward. So wie allen Christen wurde auch ihnen auf der Flucht das gesamte Hab und Gut abgenommen. Geraubt an den Checkpoints der Terrormiliz. In meinem Bauchtäschchen war unser Gold. Sie nahmen alles, auch die Schecks und das Ersparte. Wir sind geflohen, haben geweint. Alles ist weg, unser Geld und unsere Reisetaschen. Sie rissen sogar eine Centmünze aus der Hand meines Sohnes. Jetzt sind die Edwards angewiesen auf Kleiderspenden. Die Islamisten haben mich abgetastet und gefragt, was ich um meinen Bauch trage. Ich flehte: Bitte, nehmt mir nicht alles, was ich im Leben erspart habe. Das ist mein Geld. Möge Gott euch helfen, wenn ihr mir das lasst. Aber obwohl ich sie anflehte, haben sie uns alles geraubt. Lauras Mann versucht, Verwandte zu erreichen. Verzweifelte Telefonate, damit es irgendwie weitergeht mit der Familie. Denn dort, wo sie jetzt sind, können sie nicht lange bleiben. Jeden Tag hören sie ganz in der Nähe Schüsse, von dort, wo die Front verläuft. Karakosch liegt nur wenige Kilometer von Mosul entfernt. Als wir hier drehen, ist bereits die Hälfte der Christen geflohen. Die Front verläuft direkt am Stadtrand. Hier halten die kurdischen Peschmerga seit Wochen die Stellung. Noch. In ihrem Visier die Schützengräben der Terrormiliz Islamischer Staat. Nur 1 Kilometer entfernt. Gleich dahinter in Mosul führt der Islamische Staat ein grausames Regime. Öffentliche Hinrichtungen für diejenigen, die gegen die strengen Regeln verstoßen.
Drakonische Strafen, verhängt vom selbsternannten Kalifen al-Baghdadi. Zuletzt ließ er Moscheen sprengen, die nicht seiner Glaubensrichtung entsprechen. Ein Terrorregime. Zehn Tage nach unserem Dreh hat sich die Situation dramatisch verändert. Ein verzweifeltes Rückzugsgefecht der Peschmerga. Sie müssen sich aus Karakosch zurückziehen. Sie jubeln zwar, aber in Wahrheit sind sie der Kampfkraft und Entschlossenheit der Islamisten nicht gewachsen. Weil die Peschmerga sie nicht mehr beschützen können, müssen die Christen schon wieder fliehen. Denn die Kurdenkämpfer sind zwar zahlenmäßig den Islamisten überlegen, aber ihnen fehlen Waffen, moderne Ausrüstung. Und vor allem eine eigene Luftwaffe. Denn die besitzt nur die Zentralregierung in Bagdad, die täglich Ziele in Mosul bombardiert. Erst als die Luftwaffe der USA die Kurden mit Präzisionsbomben unterstützt, können die Kurden den Vormarsch der Islamisten stoppen. Die Vereinigten Staaten helfen ihrem Verbündeten, den Kurden, in höchster Not. Mit lasergesteuerten Bomben, die die Geschütze und Nachschublinien der Islamisten zerstört. Der Vormarsch der Terrormiliz wird so zumindest gestoppt. An einem kurdischen Checkpoint sehen wir bei unserem Dreh im Juli 2014 tausende Flüchtlinge. Es sind keine Christen, sondern schiitische Muslime. Es waren ihre Moscheen, die die Terrormiliz sprengen ließ. Sie haben uns ausgeraubt und uns dann die Kleider vom Leib gerissen. Ich konnte gerade noch mit dem, was ich anhabe, entkommen. Wir spüren, wie unermesslich fassungslos diese Menschen sind. Mohammed zeigt uns das Zelt, unter dem er mit seiner Familie erstmal durchatmen kann. Nach der Flucht Hals über Kopf. In unserem Stadtviertel ist keiner geblieben. Die Islamisten herrschen dort, also mussten wir abhauen. Hier im kurdischen Irak sind sie zwar sicher, aber auch ohne Hoffnung. Ihre nächste Station ist ein riesiges Flüchtlingslager gleich nebenan. Kein freundlicher Ort, aber immerhin sind sie in Sicherheit vor den Islamisten in Mosul und vor den Bomben des irakischen Militärs. Ich musste aus meinem Viertel fliehen. Flugzeuge haben uns angegriffen, unsere Häuser, unsere Familien. Vor Monaten waren es noch syrische Militärflugzeuge. Jetzt aber bedrohen uns Drohnen aus Bagdad, die eigentlich gegen die Islamisten gerichtet sind. Das Lager Kalak im kurdischen Nordirak. Tausende Familien leben hier eng zusammen. Wir treffen Mohammed Hassoun an einer der wenigen Wasserstellen im Camp. Der Durst bringt uns um. Sie sollten mehr Wasser zur Verfügung stellen. Wir haben keinen Strom, keine ordentliche Toilette. Mohammed kam erst vor ein paar Tagen ins Lager. Deshalb steht sein Zelt am äußersten Ende, weit entfernt von der Wasserstelle. Sein Sohn Arkan ist 5 und hat eine angeborene geistige Krankheit. Bei 45 Grad geht es vorbei an Müllbergen, die seit Tagen keiner weggeschafft hat. Nach 15 Minuten hat Mohammed sein Zelt erreicht. Das hier konnte ich mitnehmen. Diese Decke und diese Matte hier unten. Das ist alles, womit Sie angekommen sind, aus Mosul? Nein, auch diese paar Kleidungsstücke hier ganz unten. Mehr habe ich nicht. Im Lager fehlt es an allem. Wasser und Strom und auch an Zelten. Deshalb lebt Hussein unter einer Plane, mit seinem Bruder und dessen Kindern. Die beiden leiden unter Epilepsie und brauchen regelmäßig Medikamente. Wir haben keinen Strom und kaum Wasser. Wir legen die Kinder in den Schatten, damit sie nicht ins Koma fallen.
Dann zeigt uns Vater Hassan die letzten Medikamente, die ihnen noch bleiben. Es reicht noch für 10 Tage, maximal 14. Ich muss ihnen die Pillen morgens und abends geben. Sonst bekommen sie epileptische Anfälle. Kurz darauf spricht uns ein Soldat der irakischen Armee an. Er war in Mosul stationiert, bis die Terrormiliz dort einmarschierte. Dann legte er seine Waffe nieder und ist kampflos geflüchtet, wie fast alle irakischen Militärs dort. Deshalb will er nicht erkannt werden. Nicht alle in Mosul unterstützen den Islamischen Staat. Aber die Mitglieder der alten Saddam Hussein-Partei waren auf Seiten der Terrormiliz, zumindest am Anfang. Andere blieben neutral, wieder andere sind abgehauen. Die militärischen Führer flohen als Erste. Zurück bei Mohammed Hassoun. Sein Mittagessen, Reis und eine Viertel Melone. Ich hoffe, es wird bald sicherer im Irak, damit wir nach Hause können. Andere Flüchtlinge wollen so schnell wie möglich weg von hier, wenn möglich nach Europa. Zurück auf der Straße fallen uns unzählige vollbepackte Lkw aus der Türkei auf. Ich spreche einen Fahrer an, der gerade Wasser kauft. Er stammt aus der Südtürkei, liefert 4-mal im Monat Waren in die irakische Kurdenregion. Der Fahrer Emre nimmt mich mit. Er liefert Hähnchen und erzählt von dem Aufschwung, der seit Jahren das Kurdengebiet bestimmt. Davon profitiere auch er als Türke. Die Kurdenregion stellt sich gut mit uns Türken. Sie sind wie Brüder zu uns. Anders als die Politiker in Mosul und Bagdad. Wir fahren weiter in die Kurdenhauptstadt Erbil. Die Stadt erlebt einen Bauboom. Überall entstehen Autobahnen und Wohngebiete. Finanziert durch den Ölreichtum des Kurdengebiets. Am Rand der Stadt liegt das Christenviertel Ain Kawa. Seit Generationen Heimat für christliche Händler und Handwerker. Die Christen organisieren sich hier völlig eigenständig und werden von den Kurden respektiert. Bislang ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen. Doch jetzt geht auch hier die Angst um vor der Terrormiliz und deren Hass auf Christen. Mitten in Ain Kawa steht die Kirche St. Josef. Hier fand der Bischof von Mosul, Emilio Nona, Zuflucht. Ob seine Kirche in Mosul noch steht oder womöglich angezündet wurde, weiß er nicht. Wir glauben immer an Gott und dürfen trotz allem nie an seiner Existenz zweifeln. Aber wir müssen auch einen Weg finden, uns jetzt als Flüchtlinge zurechtzufinden. Gerade für ihn, Emilio Nona, den vertriebenen Bischof aus Mosul, ist das nicht leicht. Zum ersten Mal in der Geschichte von Mosul, nach 2000 Jahren, gibt es dort keine Christen mehr. Das ist sehr traurig und erschreckend, denn die letzten 1400 Jahre haben doch gezeigt, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen möglich ist. Bischof Nona will nur kurz bleiben, bei seinem geistlichen Bruder, dem Bischof von Erbil. Nur bis zu der Diakonenweihe, die er am nächsten Tag hier leiten wird. Kurz darauf in den Straßen von Erbil. Das kurdische Militär sichert eine Demonstration von Christen. Es ist die erste seit ihrer Vertreibung aus Mosul im Juni 2014. Darunter auch ein anderer Bischof im Exil. Die Christen brauchen Hilfe, um weiterleben zu können, um ihre Würde wiederherstellen zu können. Denn die Würde wurde uns genommen von den Verbrechern, die alles gestohlen haben. Lautstarker Protest, bislang war das nicht die Sache der Christen im Irak. Doch jetzt, wo vieles, vielleicht alles verloren scheint, fällt die Zurückhaltung.
Solidarität zeigen zumindest die Kurden. Eine Selbstverständlichkeit für diesen kurdischen Clanführer. Die Christen sind unsere Brüder. Wir sind hier, damit alle Religionen überleben. Wir Kurden kennen keinen Unterschied der Religionen. Bis heute. Dann schließen sich auch führende muslimische Geistliche den Christen an. Und auch muslimische Menschenrechtlerinnen. Sie alle sind wütend über die Vertreibung ihrer christlichen Nachbarn. Wir verneinen alle religiöse Gewalt. Das repräsentiert den Islam in keiner Weise. Wir leben schon so lange friedlich miteinander. Das Ziel des Protestzugs, der Sitz der Vereinten Nationen in Erbil. Trotz der Sicherheitskräfte fordern die Demonstranten Seite an Seite eine Sicherheitszone für Christen im Irak. Und internationale Schutztruppen, um Christen und andere Minderheiten zu beschützen. Die meisten Christen versuchen jetzt irgendwohin zu fliehen. Das ist für den Irak ein Exodus. Die Christen, die ursprünglichen Menschen des Irak, verlassen gerade das Land. Das ist eine gefährliche Situation, auch für uns Muslime, die wir an ihrer Seite stehen. Gemeinsam fordern sie, stoppt die Islamisten. Irgendwie. Kurz nach unserem Dreh gerät eine andere religiöse Minderheit ins Visier der Terrormiliz. Die Islamisten vertreiben Zehntausende Jesiden. Diese flüchten Hals über Kopf in die Berge im Nordirak, nachdem der Islamische Staat ihre Stadt Sinjar gestürmt hatte. Bei 45 Grad ziehen sie tagelang durchs Gebirge. Kinder sterben bei der dramatischen Flucht. Unten im Tal töten die Islamisten jeden Jesiden, dem sie begegnen. Eine Situation am Rande des Völkermords. Ohne Wasser harren sie aus, weil die Hilfslieferungen nur langsam anlaufen und die bergige Gegend schwierig zu erreichen ist. Erst nach Tagen erreichen die Familien sicheres kurdisches Gebiet am Rande des Tigrisflusses. Die meisten der Jesiden sind in Sicherheit. Doch die Strapazen der Flucht sind bei allen sichtbar. Sie sind dehydriert, völlig geschwächt. Auch Bayern Heider und ihr Sohn. In Sinjar konnte ich meine beiden Söhne auf einem LKW unterbringen. Doch als ich ihn, meinen dritten Sohn, auch holen wollte, war der LKW bereits abgefahren. Also mussten wir bis hierher laufen. Ich habe drei Kinder, aber nur er hier ist bei mir. Die anderen beiden habe ich verloren. Ich weiß seit Tagen nicht, wo sie sind. Der schwierigste Teil ihrer Flucht ist geschafft. Doch was nun? Vorbei an kurdischen Checkpoints müssen auch die Jesiden mitten im Hochsommer in eilig aufgebauten Zeltstätten unterkommen. Jetzt sind sie angewiesen auf Essensspenden. Wer kann, flieht von hier in die Türkei oder nach Europa. Mitten im umkämpften Gebiet des Irak liegt Lalesch, der heiligste Ort der Jesiden. Ihre Religion ist mehr als 4000 Jahre alt. In ihrer unterirdischen Tempelanlage beten sie ihren Gott an und dessen sieben Engel. Für die Islamisten allerdings sind sie Teufelsanbeter. Deshalb werden sie verfolgt. Weltweit gibt es nur noch wenige hunderttausend Jesiden. Zurück in der St. Josefskirche, Juli 2014. Ryan El-Bakos wird heute zum Diakon geweiht. Nicht in seiner Heimat Mosul, sondern notgedrungen hier in Erbil im Exil. Eine Weihe auf Aramäisch, einer urchristlichen Sprache. Fast alle Anwesenden mussten aus Mosul fliehen.
Die Weihe, ein bewegender Moment für Bischof Nona. Wir sind sehr glücklich, denn es gibt jetzt einen neuen Diakon in unserer Diözese. Trotz der schwierigen Situation, in der sich unsere Gemeinde befindet, haben wir es geschafft, ihn zu weihen. Doch trotz des feierlichen Moments kann Ryan El-Bakus das Leid nicht vergessen. Wenn du siehst, dass Familien ihre Häuser verloren haben, ihre Möbel, einfach alles, auch ihr Geld, ihre Kleidung, dann kannst du nichts dagegen tun. Denn es sind nicht nur ein, zwei oder drei Familien, es sind mehr, viel mehr. Dann kann ich nur noch beten und um Hilfe für diese Familien bitten. Gott, hilf diesen Familien. Sie sind doch Flüchtlinge. Direkt nach der Zeremonie zeigen uns die Flüchtlinge ihre Wut und Enttäuschung. Die Islamisten nahmen alles, auch meine Haustürschlüssel. Ich schrie sie an, nimm dir, was du willst. Der Islamist antwortete, wenn du etwas von mir versteckst, bringe ich deinen Mann vor deinen Augen um. Weil die Islamisten so brutal und rücksichtslos vorgehen, fordern diese Christen mittlerweile militärische Mittel. Die Weihe war schön, aber wir brauchen keine Zeremonien mehr, sondern gezielte Lösungen, damit wir zurück können nach Mosul in unsere Häuser und unser Leben zurückkriegen. Dann spricht uns Familie Naum an. Auch sie haben all ihr Hab und Gut verloren. Das ist so schlimm. Unser Lebenswerk wurde geraubt von den Islamisten, die uns gehen ließen, nur mit den Kleidern, die wir am Leib tragen. Der Tod wäre mir lieber gewesen. Familie Naum hatte eine Baufirma in Mosul mit zwei Angestellten. Hier in Erbil haben sie noch nicht mal Verwandte oder Freunde. Unser Geld und unser Haus mussten wir Jesus opfern. Wir werden aber weiter gläubige Christen bleiben. Niemals werden wir auch nur eine Sekunde an unserem Glauben zweifeln. Zum Islam konvertieren, wie es die Islamisten fordern? Nein, niemals. Das kommt niemals in Frage. Tausende Flüchtlinge wie Familie Naum sind jetzt in Erbil gestrandet und suchen verzweifelt nach Wegen, ihr bürgerliches Leben aufrechtzuhalten. Auf Hilfe durch die Kurden können sie kaum zählen. Peschmerga-General Helgat Mela Ali gesteht, die Kurdenregion ist überfordert mit den Flüchtlingen. Wir brauchen mehr internationale Hilfe. Die Vereinten Nationen müssen Lösungen finden und eine umfassende Strategie entwickeln. Wir Kurden im Irak können dieses Flüchtlingsaufkommen in Zukunft allein wohl nicht mehr bewältigen. Dabei ist das Kurdengebiet einer der wenigen, vielleicht der einzige sichere Zufluchtsort im Irak. Terrorangriffe gibt es hier nur ganz selten. Für General Helgat Mela Ali ist klar, das nächste Ziel müsse die kurdische Unabhängigkeit sein. Wir wollen jetzt ein eigenes kurdisches Land aufbauen. Es wird einzigartig sein und wir werden alle Menschen, die hier leben, akzeptieren, egal welcher Religion. Um ein wohlhabendes und gutes Land zu sein, um ohne Gewalt zu regieren. Erbil ist eine der ältesten Städte weltweit. Sie wäre die Hauptstadt eines möglichen eigenen kurdischen Staates. Mitten im Zentrum thront die Zitadelle, die mehr als 3000 Jahre alt ist. Hier treffe ich Sadia wieder. Sie lebt in Erbil, weil ihr früheres Leben in Bagdad nicht mehr sicher war.
Mein Sohn wurde in Bagdad von Al-Qaida gekidnappt. Das war 2006. Er kam zwar frei, aber es gibt dort bis heute viel Gewalt. Deshalb konnten wir nicht mehr in Bagdad bleiben. Warum habt ihr euch für Kurdistan-Irak entschieden? Hier ist es sicher. Die Kurden sind offen für alle Menschen, die hier leben wollen. Sie sind sehr freundlich und sie respektieren uns Flüchtlinge. Auch Bischof Nona ist jetzt ein Flüchtling. Wir treffen ihn im Juli 2014, als er abreist, um den kleinen Rest seiner Gemeinde zu besuchen, der an der umkämpften Front ausharrt. Dass ich jetzt bei meiner Gemeinde nahe der Front bin, ist sehr wichtig für die Mitglieder. Ich als Bischof muss in dieser schlimmen Situation bei ihnen sein. Die Anspannung, die Angst merken wir dem Bischof an. Aber diese Reise, so sagt er, ist er seiner Kirche schuldig. Zwei Wochen nach unserem Dreh ist die Kirche St. Josef nicht mehr die gleiche. Nachdem die Islamisten Karakosch und andere Städte gestürmt haben, sind hier in Erbil noch mehr Flüchtlinge gestrandet. Überall im Hof haben sie Quartier bezogen. Christliche Familien, die im Freien übernachten, ihre Kleider verstaut in Plastiktüten. Wir sind erst aus Mosul geflohen, das war vor knapp einem Monat. Dann lebten wir in Karakosch, eine der Städte mit der größten christlichen Bevölkerung. Dann haben die Islamisten auch Karakosch angegriffen und so mussten wir auch von dort hierher fliehen. Kaum einer glaubt noch daran, jemals wieder ins eigene Haus zurückkehren zu können. Auch drinnen, wo vor kurzem noch die Weihe des Diakons stattgefunden hatte. Hier harren jetzt Christen aus Karakosch aus. Als die Bomben der Terrormiliz ihre Häuser trafen, mussten sie gehen. Jetzt dienen ihnen die Kirchenbänke als Notbetten für ihre Kinder. Nochmal zurück zu Sadia. Sie hat Angst, erzählt sie, dass die Kämpfe sogar nach Erbil überschwappen könnten. Even in our dreams. Auch in unseren Träumen haben wir Angst. Ich hoffe, die Regierung in Bagdad und die Kurdenkämpfer gemeinsam können diese Islamisten stoppen. Für mich ist es eine wirklich bedrückende Reise. Der Irak ist ein Land geworden, in dem keine Minderheit mehr sicher ist. Nirgends.